Film and Musical heißt es am 27. April in Neufeld. Im ausverkauften Kulturzentrum zeigt die Dance Connection Highlights aus der Film- und Musical-Geschichte. Organisatorin Barbara Tschirk war auch maßgeblich an den tänzerischen Vorbereitungen zu diesem Event beteiligt. Ja, also die Aufführung hat ein wenig länger gedauert. Die letzte ist eben 3 Jahre schon her. Allerdings haben wir die letzten 2 Jahre mit Tanzwettbewerben verbracht. Das heißt, circa 1 Jahr braucht man für eine so große Aufführung zu proben. Zu dieser Vorbereitung gehört auch das Entwickeln der Choreografien. Mit Lisa Kimbing und Christina Gumhalter wachsen auf diesem Gebiet große Talente in den eigenen Reihen heran. Sie haben die Tanzschritte zum Titel abverfasst. So, wir haben ein Lied vorgegeben bekommen und sie haben uns dann einfach bei ihr zu Hause getroffen und haben halt gesagt, gut, wir machen jetzt ein paar Takte einfach und haben dann halt immer mehr Ideen gehabt, haben es immer wieder durchgetanzt und wurden einfach auch durch die Videos und Filme mehr inspiriert. Also man ist schon sehr stolz, wenn man dann sieht, wie viel Mühe sich die anderen geben, unser Lied sozusagen zu tanzen. Und es war schon ein sehr schönes Gefühl, vor allem einfach das auch auf der Bühne präsentieren zu können. Um solche Schritte in dieser Perfektion zeigen zu können, ist es hilfreich, früh anzufangen. Für solche junge Talente gibt es die Dance Kids. Was sie schon können, zeigen sie bei einem Medley aus König der Löwen. Wer schon älter ist, der kann sich tänzerisch bei Dance Fever und Hair austoben. Das Publikum sieht eine überaus unterhaltsame Show. Aber wie wichtig ist Tanzen für diese Damen und Herren? Für mich persönlich ist es nicht so wichtig, aber meinen Kindern macht es Spaß. Nein, es gefällt mir sehr gut. Ich schaue gerne zu und ab und zu tanze ich auch Freestyle. Naja, für mich jetzt persönlich nicht so wichtig, weil ich nicht so ein Tanztalent bin, aber für meine Tochter sehr wichtig, weil die macht das wirklich wahnsinnig gern. Und auch meine Frau, die da sitzt, die tanzt sehr leidenschaftlich gerne. Frau Fiedler freut sich sicher, dass sie bei Rocky Horror Picture Show mittanzen darf. Herr Fiedler ist hingegen nicht so begeistert. It's just a jump to the left. Danach gibt es etwas Entspannung. Romina Bachlechner betritt als Gaststar die Bühne des Kulturzentrums. Ich lieb ihn, doch geht die Nacht vorüber. Ist er fort, der dunkle Fluss wird trüber. Bei Les Miserables hat sie noch nicht mitgespielt, aber bei Joseph in der Wiener Stadthalle. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sie in Zukunft bei Tanz der Vampire.